Ja, allen einen wunderbaren guten Morgen an diesem Sonntag. Mal wieder ein Video über Yoga. Eigentlich immer wieder ein, ja, Erinnerungsvideo, dass man nicht vergisst, was Yoga eigentlich ist, was Yoga möchte und was die Effekte sind. Nun, mein Name ist Markus Ritz, Heilpraktiker, Yogalehrer, Autor, Dozent für Naturheilverfahren und Yoga. Und dieses Video findet ihr dann auch auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga. Dort gibt es über 630 Videos zu diesen Themen, die ich jetzt ein bisschen ansprechen werde, über Yoga, Leben und Gesundheit. Nun, viele kennen den Begriff Yoga, aber die wenigsten gehen wirklich in die Tiefe des Yoga. Was ist Yoga? Zum Beispiel Satchidananda, sein Bewusstsein, Glückseligkeit, authentisch sein, sich selbst bewusst sein, beziehungsweise immer mehr bewusst werden, um dann Glückseligkeit zu erlangen, die Einheit mit dem Göttlichen. Man sagt ja, das Göttliche oder das Glück ist ja schon überall da. Nun, bringt aber nichts, wenn man es nicht sieht, beziehungsweise wenn man es nicht lebt, dann nützt es nichts, dass man glaubt, es ist eh schon alles da. Wenn das so wäre, wäre die Welt schon anders. Doch das ist eben nicht so einfach. Bei Patanjali ist Yoga Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das Stillstellen aller Bewegungen im Bewusstsein. Das heißt, Gedankenruhe, körperliche Ruhe, alles ist so still. Und in der Stille kann man sich selbst erkennen. Und wenn man sieht in der heutigen Zeit, wie hektisch die Menschen sind, ist ja auch ein Symptom der Hindernisse des Yoga gemäß Patanjali. Es nennt es Zittern. Zittern ist aber nichts anderes wie die innere Unruhe. Die Hektik der Gesellschaft, die Hektik des Lebens. Und das wird immer mehr, da jetzt noch Ängste, Sorgen hinzukommen, finanzielle, existenzielle, seelische und so weiter. Und das macht die Menschen unruhig, nervös, ängstlich, wie so ein Hase, der sich dann versteckt und wegrennt. Ja, und das ist nicht gut. Und so wäre es gut, wenn viele Menschen einfach tiefer in den Yoga einsteigen. Viele machen zwar Yoga, aber es ist nicht wirklich tief. Man macht Körperübungen, man atmet ein wenig, man meditiert ein wenig, aber das bringt eigentlich nicht viel, wenn man nicht weitergeht. Ja, viele Menschen bräuchten Yoga oder andere Dinge in dieser Richtung, aber ja, die Angst macht, dass man sich in den Sorgen oft verliert, in den Ängsten verliert und man weiß nicht, was man tun soll. Und im Yoga ist es viel einfacher, man muss nur üben. Ist egal, man muss nur tun. Alles andere kommt dann von alleine. Und man muss dann nicht immer fragen, was muss ich tun, damit ich glücklich bin, was muss ich tun, damit ich keine Angst mehr habe. Ja, ein Guru würde sagen, übe, mache. Stell dich dem Leben wie ein Yoga-Krieger, eine Yoga-Kriegerin. Das ist Yoga. Grundlegend kann man sagen, Yoga ist das Leben, nichts anderes, denn Yoga durchdringt alles, was es gibt auf dieser Erde, in uns drin, im Menschen, im Universum, in den Planeten. Es ist alles das Gleiche oder dasselbe. Und Yoga führt dazu, dass man ergründet, was in einem steckt, beziehungsweise was im Universum ist. Das ist ja dasselbe, wie gesagt. Und wenn man sich selber ergründet, ergründet man sozusagen das Universum. Auch die Erde. Wenn man sich selbst ergründet, sieht man immer mehr, was auf der Erde passiert. Und wenn man sich selbst verändert, wie man es durch Yoga macht, dann verändert sich die Welt. Die eigene Welt. Der Rest, alle anderen Menschen machen so weiter. Diese Welt, von denen kann man nicht verändern, das können sie nur selber.
Aber man kann seine eigene Welt verändern und somit auch im Außen Veränderungen hervorrufen. Und das ist genial. Und vielleicht nimmt der ein oder andere mit, was er sieht, wenn sich jemand verändert. Denn da kommt schon ganz schön was Gutes bei raus. Ja, Yoga, also Satchidananda, Yogaschitta Vritti Nirodha. Wer dazu mehr wissen möchte, steht auch alles in meinen Heften, Padmasana, einmal die Sonderhefte über Organe oder auch über Yoga-Leben und Gesundheit, die Magazine über diese Themen Yoga, nach Patanjali zum Beispiel, Yogaschitta Vritti Nirodha, die Hindernisse gemäß Patanjali, die im Leben immer kommen. Ohne Hindernisse geht's nicht. Die Symptome der Hindernisse, wie man den Geist zur Ruhe bringt. Aber da findet ihr auch Videos auf YouTube, wie eine Playlist mit vielen Videos, wie man den Geist zur Ruhe bringt. Über die Hindernisse im Yoga, über die Lebensweise im Yoga findet ihr ganz viele Videos. Wie gesagt, über 630 Videos mittlerweile. Und da kann man sich einfach etwas rauspicken, denn Yoga beginnt da, wo man steht, wo man ist, wie man entwickelt ist, wie weit man ist, auf welcher Stufe man steht. Und dann beginnt man einfach zu üben. Und viele fragen, was muss ich machen, wie muss ich das machen, das habe ich früher auch gemacht. Und ja, dann ging es einfach los irgendwann. Ja, Reinigungen gehören auch dazu, ganz wichtig. Und die vermeiden eben auch viele, weil sie nicht appetitlich sind, wenn man sich Schnüre durch die Nase zieht oder 7 Meter lange Baumwollstreifen schluckt oder Wasser erbricht. Ja, aber es sind sehr wertvolle Übungen, es sind essentielle Übungen. Es ist so, wie wenn ich kein Öl ins Auto fülle, kein Motoröl. Irgendwann merkt man, das Auto fährt nicht mehr. Und im Yoga genauso, wenn man nur Körperstellungen macht, Asanas, ein bisschen Wechselatmung vielleicht, dann bleibt man irgendwann stehen. Und dann sitzt man im Auto und wundert sich, warum man nicht mehr vorwärts kommt. Und im Leben immer mehr Hindernisse kommen und diese nicht ausgeräumt werden. Nun, weil man eben nicht tief genug übt, eben nur verschiedene Dinge macht, die in sind oder hip sind, wie man sagt. Aber das bringt nichts. Yoga ist nicht Verknotung primär, in den höheren Stufen ja, aber Yoga ist einfach. Gibt es übrigens auch ein Video, Yoga ist einfach. Denn man muss nur tun, eben man fängt da an, wo man kann, was man machen kann. Und man fängt dann eben mit dem Zeitpotenzial an, das man hat. Und man muss da nicht 5 Stunden üben, sondern man fängt aber an. 5 Minuten, 10 Minuten. Und das Leben zeigt dann schon, was kommt. Das, was man nun niemandem abnehmen kann, ist das Üben. Yoga muss man immer selber machen. Die Entwicklung muss man immer selber machen, kann einem niemand machen. Auch die göttliche Gnade kommt bestimmt erst dann, wenn man sich bemüht hat, nicht einfach so. Wie im Leben auch, das Leben ist nicht einfach, aber auch nicht schwierig, sondern es ist, wie es ist. Und der Yoga genauso. Ja, Yoga heißt doch so viel wie anschirren, anjochen, den Geist an den Körper anjochen. Heutzutage wird der Mensch von der Materie gezogen, höher, schneller, weiter, vom Geld, mehr, mehr, mehr. Ja, aber man sieht, in welche Richtung es führt. Und ein wichtiger Faktor im Yoga ist dann, im Leben natürlich auch, das Loslassen. Wie lernt man loszulassen? Nun, loslassen kann man dann nur, wenn man sich reinigt, durchputzt, durch Atmung, durch Kriyas, die Shatkarmas, die Reinigungsübungen. Und loslassen entsprechend, wenn man das Denken beruhigt. Wenn sich das Denken beruhigt, kann man loslassen. Alle Dinge, die anhaften, kommen nur durch das Denken. Ich könnte ja das noch gebrauchen und jenes gebrauchen und welches gebrauchen. Und was ist, wenn ich das und das nicht mehr habe? Was ist dann? Ja, wenn man nicht denkt, dann handelt man einfach aus dem Inneren heraus.
Und das möchte eben der Yoga. Der Yoga möchte, dass sich die Seele entwickelt, Karma ablöst und zur Glückseligkeit kommt. Satchidananda, Ananda, die Glückseligkeit. Und dazu muss man aufhören zu denken. Denn das Glück, die Zufriedenheit, das kann man sich nicht erdenken. Das kann man nur spüren, nur fühlen. Und so geht es im Yoga eben auch um Gefühle. Auch hierzu gibt es ein Video. Kannst du Gefühle fühlen? Ja, weniger heutzutage. Es geht im Kopf zu viel rum. Die Menschen sind kopflastig. Alles geht so nach oben, die Energie. Der Blutdruck geht hoch. Die Gedanken gehen hoch. Die Schultern gehen hoch. Man verspannt sich. Und der Yoga möchte in die andere Richtung. Eben zurück zur Quelle, ein weiterer Weg. Und der geht eben sozusagen nach oben, nicht wie alle, die den Fluss hinunterrauschen im Schlauchboot. Das ist einfach. Und im Leben ist es auch einfach, wenn man immer nur mitspielt. Aber man merkt irgendwann, wenn man Glück hat, dass man sich damit nicht wohlfühlt. Der Mensch wird krank, kriegt seelische Leiden, Depressionen, körperliche Symptome und dann ist man auf dem falschen Weg. Wenn man aussteigen möchte, loslassen, ist das wiederum schwierig und dann muss man den Berg hochlaufen zur Quelle. Ja, die Quelle ist immer oben. Kann ich nichts für, ist halt so. Und deswegen ist der Yoga-Weg nicht einfach. Es braucht Mut, es braucht Kraft und somit auch zum Beispiel die Ernährung ist wichtig, das Wurzelchakra. Könnt ihr euch auch ein Video anschauen. Denn ohne Wurzeln kann man oben nichts öffnen. Geht nicht. Keine Blüte kommt, keine Frucht kommt, wenn keine Wurzel da ist. Geht nicht. Und viele wollen dann immer das Herzchakra öffnen, das Ajna-Chakra und das Kronenchakra. Aber wenn keine Wurzeln da sind, dann fliegt man wie ein Luftballon davon und hat irgendwann keine Kontrolle mehr. So geht es auch im Yoga um Kontrolle. Nicht verkrampfte Kontrolle im Sinne des Perfektionismus, sondern dass man alles sozusagen sein Leben im Griff hat und nicht von außen gesteuert wird, sondern von innen sich selbst steuert. Und dann das Leben von innen herauskommt und der Mensch das tut, was der Seele gut tut. Was die Seele möchte und nicht, was der Finanzminister möchte. Oder der Doktor oder die Partnerin, der Partner, sondern das, was einem gut tut. Und alles andere sollte man so mehr oder minder aus dem Leben eliminieren, was man nicht mehr braucht. Aber das ist genau der Haken, weil wir denken zu viel. Und wenn man nicht mehr denkt, dann handelt man. Denken kommt immer aus der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist vorbei. Und die Vergangenheit ist immer geprägt. Und nicht mehr offen. Glaubenssätze, Verhaltensmuster und aus anderen Leben nennt man das Karma. Das haben wir alles in uns drin und so handeln wir eben nicht frei. Wissen übrigens auch die Verkaufspsychologen, dass der Mensch zu, ich glaube, 95% und mehr gar nicht frei entscheidet, sondern von inneren Mustern heraus. Ja. Und wenn die das schon wissen, dann ist es sogar wissenschaftlich begründet. Nun, so ist das Leben. So ist der Yoga immer ganzheitlich. Es geht immer um einen selber, um den Menschen und was er aus seinem Leben macht und wie er etwas macht. Im Yoga geht es darum, ein guter Mensch zu werden, gute Taten zu vollbringen und das Ego immer mehr loszulassen, dass man so in einen gesunden Ich-Zustand kommt und die hohen Yogis dann, die haben dann gar kein Ich mehr bestimmt. Die sind dann so mit dem Universum eins, so wie ein Tropfen Wasser in den großen Ozean hineinkommt. Ja, und dann löst sich alles auf. So bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga. Wie gesagt, schaut euch auch mal meine Hefte an oder auf meiner Website www.kraftundenergie.com. Und wenn ihr besondere Videos möchtet oder bestimmte Dinge vielleicht geklärt haben möchtet, kann ich das gerne in Form eines Videos mal machen.
und dann auf YouTube online stellen. Vielen Dank und einen wunderbaren Sonntag. Tschüss.